Die IHK-Fortbildungsprüfungen sind in mehreren Ebenen eingeteilt. Diese sind unter anderem im deutschen Qualifikationsrahmen, dem DQR, geregelt. Haben Sie beispielsweise eine Fortbildungsprüfung zum Industriefachwirt oder zum Handelsfachwirt oder aber auch zum Industriemeister oder Restaurantmeister absolviert, sind Sie dem DQR Niveau 6 zugeordnet. 6 bedeutet, dass Ihr Abschluss gleichrangig mit dem akademischen Bachelor ist. Sind Sie IT-Professional oder beispielsweise IHK-Betriebswirt, sind Sie dem DQR-Rahmen 7 zugeordnet und das bedeutet, dass Ihr Abschluss gleichrangig mit dem akademischen Master ist. Jede Fortbildungsprüfung hat auch ihre Zulassungskriterien. In der Regel müssen Sie eine Berufsausbildung absolviert haben, die dann eben auch in den Bereich passt und mehrjährige einschlägige Berufserfahrung gesammelt haben. Sie sind beispielsweise gelernter Industriekaufmann, haben dann 2 Jahre im Industrieunternehmen die Tätigkeiten eines Industriekaufmanns absolviert, dann können Sie zur Fortbildungsprüfung des Industriefachwirtes zugelassen werden. Haben Sie jetzt keine Berufsausbildung absolviert oder keine dazu der Fortbildung passende Berufsausbildung, können Sie das ausgleichen, indem Sie mehrjährige Berufserfahrung, also noch mehr Berufserfahrung als die gelernte Person nachweisen können. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit und hier kommen die Studienabbrecher ins Spiel. Und zwar kann auch zur Prüfung zugelassen werden, wer nachweist, dass er auf eine andere Art und Weise berufliche Handlungsfähigkeit erworben hat. Das hat sich der Deutsche Industrie- und Handelskammertag als Dachorganisation der IHK einmal genauer angeschaut und Empfehlungen für Zulassungskriterien für Studienabbrecher entworfen, die besagen, dass im Studium erworbene Credits, die dann natürlich auch zu der jeweiligen Fortbildungsprüfung passen müssen, auf die nachzuweisende Berufspraxis angerechnet werden kann. Das heißt, habe ich Credits, muss ich weniger Berufspraxis nachweisen. Grundsätzlich stehen Ihnen mit einer IHK-Fortbildungs- oder absolvierten IHK-Fortbildungsprüfung alle Türen offen, ob im öffentlichen Dienst oder in der freien Wirtschaft, ob in der Branche der Ernährungsindustrie oder des großen Außenhandels, da haben Sie sehr viele Möglichkeiten. Haben Sie eine Fortbildungsprüfung beispielsweise als Industriefachwirt absolviert, dann klar steht Ihnen die Industrie natürlich offen und zwar im mittleren Management. Sie sind qualifiziert, Führungsaufgaben zu übernehmen und auch höherwertigere Steuerungsaufgaben. Das kann man pauschal so nicht beantworten. Ihr Einkommen ist abhängig natürlich von der fachlichen Ausrichtung Ihrer Fortbildung, aber auch von der Branche, in der Sie tätig sind, natürlich auch von der Region, in der Sie tätig sind und welche Aufgabenbereiche Sie im Ausbildungsbetrieb übernehmen. Man kann nicht sagen, dass ein Akademiker grundsätzlich mehr verdient als ein Nicht-Akademiker. Da sind so die Grenzen ein bisschen schwimmend. Wir fangen am besten mit der Ausbildung an. Sie schließen hier einen Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb. Dieser Ausbildungsvertrag beinhaltet über die 3 Ausbildungsjahre auch eine Ausbildungsvergütung, die pro Jahr auch immer ansteigen muss. Von daher sind Sie über die Ausbildungsvergütung schon einigermaßen versorgt. Sind Sie gezwungen, aufgrund der Ausbildung den Ort zu wechseln und von zu Hause auszuziehen, können Sie in Einzelfällen noch Berufsausbildungsbeihilfe beantragen oder auch Wohngeld. Entscheiden Sie sich dann für eine Aufstiegsfortbildung, können Sie Meister BAföG bei der IBank in Kiel beantragen.